bin's wieder, Kesunai Haram, hier mit meinem Let's Play von Goodbye Deponia. Und was ist passiert? Wir sind geklont worden. In 3 Versionen. Und jetzt können wir zwischen den 3 Rufussen immer wechseln, die jeweils eine andere Aufgabe zu erfüllen haben. Hier der mit der Farbe grün ist jetzt bei Baby Goal. Also wortwörtlich Baby Goal. Weil die ja falsch gedingst wurde. Die wird uns mit ihrem ständigen Geheule noch in Teufels Küche bringen. Ich muss sie irgendwie ruhig stellen. Bitte, verhalte dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von menschenfressenden Monstern umzingelt sind. Ach, nicht doch. Psst. Wir haben leider nichts, was wir jetzt großartig machen können hier. Ja. Na okay, was macht denn der Mittlere? Hast du Probleme, Boso-Schatz? Nein, danke, Frau Moog. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja, ach. Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein, es ist nur... Ach, egal. Stopp! Was? Mach keinen Scheiß! Juhu! Damit hast du nicht gerechnet, was? Ja, ich bin immer für eine Überraschung. Gut. Was? Hey! Für mich war das auch nicht gerade angenehm. Sowas. What the fuck? Was wolltest du da machen, Boso? Ich hinterfrage es mal nicht. Die Mooks, ach, die gibt's noch. Darf ich kurz stören? Hm? Ui, guck mal, Moog. Da ist Baby Boso. Was? Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Ach ja? Und wie komme ich dann auf Baby Boso? Weil du alt und sinnig bist. Verzeihung, ich möchte ja ungern unterbrechen, aber... Ich bin kein Landstreicher. Siehst du, Moog? Ich sagte doch, das ist kein Landstreicher. Na und? Du sagtest damals auch, das ist keine Wundbrandentzündung. Und dabei hätten wir das Bein noch retten können. Der arme Timmy. Was treibt ihr denn hier mitten im Kriegsgebiet? Wisst ihr denn gar nicht, was hier los ist? Redest du immer noch mit dem Landstreicher, Frau? Ich rede mit wem ich will. Was will er denn? Er will wissen, was hier los ist. Na dann sag ihm, dass hier rein gar nichts mehr los ist. Zumindest nicht seit der Organon sich zurückgezogen hat. Das kannst du ihm auch selber sagen. Oh. Ist das da drüben etwa das Haus der Bosos? Was heißt denn hier trostlos? Oh. Es hat vielleicht hier und da ein paar Granatenschäden, aber es ist immer noch unser Zuhause. Nicht doch, Moog. Er meinte doch die Bosos. Na dann ist er hier falsch. Die wohnen nebenan. Das habe ich doch gefragt! Ey, alte Menschen! Wisst ihr, was mit Boso los ist? Ach, du bist ein Freund von Boso? Unsinn, Frau! Boso freundet sich doch nicht mit irgendwelchen Landstreichern an. Im Gegensatz zu dir hat er nämlich noch einen restlichen Funken Gips. Auch wenn er sich nicht so benimmt. Er ist deprimiert, Moog. Natürlich ist er das. Er hat keinen Job, keine Freundin, die Welt geht unter. Er hat eine Freundin. Ihr Name ist Bambina und sie wohnt auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Wenn sie ihm auch so häufig widerspricht, verstehe ich langsam, warum er wieder zu Hause eingezogen ist. Ich suche das Lager des Widerstands. Sag ihm, wir kaufen nichts. Oh. Der junge Mann sucht etwas, Moog. Und da fragt er ausgerechnet dich? Du verbummelst doch immer alles. Wenigstens hab ich noch meine Manieren. Wenn du wirklich Manieren hättest, würdest du dich um deinen Gast kümmern. Ach, den Landstreicher, den hätte ich fast vergessen. Sag ihm, dass er, wenn er schon betteln muss, sein Glück lieber beim Widerstand probieren sollte. Das Lager ist ja nur die Treppe runter und dann einmal quer über den Platz. Dort wissen sie wenigstens, wie man Ordnung hält. Oh.
Versteht ihr überhaupt, was ich sage? 5, oder? Unsinn, Frau! Es sind mindestens 7. Ach, du hast doch keine Ahnung. Du weißt ja nicht mal, worum es geht. Warum fragst du dann nicht deinen Freund, den Landstreicher? Er scheint ja auf alles eine Antwort zu haben. Ach, Quatsch. Der redet doch gar nicht. Na, weil du einen eben nie zu Wort kommen lässt. Schau, er will schon wieder etwas sagen. Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Ich glaube, du hattest recht, Moog. Das war doch ein Landstreicher. Sag ich doch, Frau. Aber du hörst ja nie auf mich. Hey! Gib gefälligst Ruhe, ey! Dieses Ensemble würde mich garantiert hervorragend kleiden. Und solange niemand Wichtiges zuguckt? Es brennt, es brennt! Oh, ich komme. Tatü, tata! Hm? Ui, guck mal, Moog. Das ist so putzig. Baby Bozo spielt mit der Feuerwehruniform von seinem Cousin David. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Bozo, sondern ein verirrter Landstreicher. Oh, du hast recht. Ach, ich wusste, es war ein Fehler, den Optiker beim Bingo zu beschummeln. Really? Oh, Mann. Oh, ein Ninja-Dress. Okay, einmal noch. Ja! Hm? Ui, guck mal, Moog. Baby Bozo spielt mit dem Ninja-Dress von seinem Cousin Alec. Unsinn, Frau. Das ist doch nur wieder dieser Landstreicher. Meinst du? Oder bekommt er auch keinen Koffeinlutscher? Ey, ich krieg langsam einen zu viel, ey, bei diesen alten Menschen. Muss das wirklich sein? Ah, na gut. Brave! Hm? Ui, guck mal, Moog. Das ist ja Baby Bozo. Na, Baby Bozo, möchtest du noch einen Koffeinlutscher haben? Du sollst dem Baby doch keinen Koffeinlutscher geben, Frau. Da nimmt es nur wieder Reis aus. Oh, du kannst immer nur meckern, Moog. Das Kind muss doch etwas essen. Wie soll es sonst jemals so groß und stark werden wie sein Bruder? Oh, Himmel. Ich hoffe doch sehr, dass Baby Bozo nicht nach diesem weinerlichen Nichtsnutz schlägt. Er sollte sich lieber ein Beispiel an seinen Cousins nehmen. Die haben wenigstens etwas aus ihrem Leben gemacht. Hör nicht auf den garstigen alten Mann, Schatz. Hier, du bekommst einen Koffeinlutscher von mir. Oh. Wow, das war peinlich und aufschlussreich zugleich. Ein bisschen wie meine Schulzeit. Ich weiß schon, warum ich nach der 2. Klasse abgebrochen habe. Really? Portafisco? Alaf! Alaf! Das war noch einfacher, als einem Baby den Lutscher wegzunehmen. Aber es hat nur halb so viel Spaß gemacht. Oh, eine Tasche. Mein letzter Postraub liegt schon ein Weilchen zurück. Ich hoffe, ich weiß noch, wie man die Zacken der Briefmarken entschärft. Mein liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst bei mir. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt Abzüge in meiner Online-Rezension. Na, jetzt kommt doch langsam etwas Action in die Sache. Der Dienst an der Front scheint mir nicht gut zu bekommen. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und werde innerhalb der nächsten Sekunden... Arg! In Liebe, dein Papa Bozo. GS? Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf oben auf dem Spülkasten gefunden. Was? Okay. Was? Was ist hier los? Oh, guck mal, Opa. Wir haben Besuch. Dann ziehe ich mir wohl besser meine Hose an, was? Ja, das ist lustig. Bist du ein Freund von Bozo? So ein Unsinn. Bozo hat keine Freunde. Oh. Eine fucking Sitcom? Diesen begabten Bastler, von dem er erzählt hat. Ja, das bin ich. Rufus der Erste. Wo ist denn der alte Pirat? Pirat? Böse Pfeife? Pfeife.
Genial. Boso liegt oben in seinem Bett. Und heult wie ein kleines Mädchen. Apropos heulen. Kann mich vielleicht jemand hier rausheulen? Ist das ernsthaft aufgebaut wie eine Sitcom? Oh, come on. Ist das gut. Er ist seinem Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere? Och Mann, Leute! Ist das doch gut hier! Das ist seine Mutter, die aussieht wie eine Schlampe. Der Opa, der Grießgrämige und der Briefträger. Der. Was weiß ich hier? Steckt fest. Bestimmt liegt das an den vielen Steckbriefen in seiner Tasche. War wahrscheinlich zu intellektuell. Man sagt, dass die Nase im Alter immer weiter wächst, wie Grohl wohl später mal aussieht. Das ist also Bosos Mama. Er hat ihre Augen geerbt und ihre Oberweite. Wie jetzt? Das war auch witzig? Geschlossenes Publikum. Das war mies, aber so gut. Wollen wir doch mal sehen. Das ist ja wieder ein Brief gewesen. Moment. Hier dieser Lutscher da. Dem könnte ich doch dem Baby unterjubeln. Na, möchtest du einen Lutscher haben? Hey, wer wirft denn da mit Gegenständen? Was war das überhaupt? Das muss hier irgendwo rumliegen. Oh! Das nenne ich Auswirkungen. Ein süßer Fratz. Ach ja, ich wäre so ein guter Vater. Ich frage mich, ob meine Gutartigkeit eigentlich irgendwelche Grenzen hat. Ja, wo ist er denn auf einmal geblieben? Das ist nicht lustig. Vielleicht doch ein wenig. Oh, komm schon. Oh Mann, ey, ist das schön. Da bist du ja. Komm, genug an der Matratze gehorcht. Raus aus den Federn. Sag mal, was ist denn mit dir los? Hau ab! Aber wir müssen doch ins Rebellenlager. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Boso! Oh, Backe. Was ist denn sein fucking Problem? Boso? Lass mich in Ruhe. Ach du meine Güte. Was ist denn mit ihm passiert? Es sind nicht die Schüttelpocken, so viel steht fest. Aber was hat er dann? Er scheint von irgendetwas traumatisiert zu sein. Oh, ein Zettel. Was haben wir denn da? Er merkt's eh nicht. Eine ärztliche Überweisung zur Therapie. Na, sieh mal einer an. Ich wusste ja immer, dass er plemplem ist. Jetzt haben wir's schriftlich. Aber von irgendetwas muss er ja plemplem sein. Der tut mir schon leid. Irgendetwas ist passiert. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Oh, nicht nett, Rufus. Sowas war nicht nett. Ach komm, noch ein paar Lacher hier. Sitcom! Und du bist dann wohl Bosos Mutter, richtig? Rate nochmal. Die Tante? Die böse Stiefmutter. Eine Einbrecherin. Die Bewährungshelferin? Nein. Die Oma, die Vorkosterin. Die Schwester? Eine Mischung aus alledem. Warte, was war das Vorletzte? Die Schwester. Ruf
Rufus, du Charmeur. Hä? Wieso? Ich bin natürlich die Mutter. Was? Aber... Aber du kannst mich gerne Mama nennen. Wie in Komm zu Mama. Das geht... Die geht ja ab! Was stimmt denn nicht mit Boso? Ach, Rufus, ich bin mit meinem Latein am Ende. Seit er zurück ist, ist er wie ausgewechselt. Der Junge isst nicht, spricht nicht. Und nicht einmal seine geliebten Fifi-Funkelfee-Datasetten muntern ihn auf. Fifi-Funkelfee. Ich mache Boso wieder gesund. Du bist so ein guter Junge. Ich wünschte, ich hätte einen Sohn wie dich. Weißt du zufällig den Weg zum geheimen Rebellenlager? Aber natürlich. Du musst einfach unten an der Straße, quer über den Platz und dann immer geradeaus. Ich backe manchmal Kuchen für die jungen Soldaten. Und dann legt sie damit eine Spur vom Lagertor bis zu unserem Haus. Ey, einfach nur, weil ich diese Sitcom-artige so mega feiere, laber ich die überhaupt nur an. Das ist Wahnsinn, das ist so toll. Kannst du mir etwas über Boso erzählen? Natürlich. Was möchtest du wissen? Vorsicht, Rufus. Du öffnest die Büchse der Pandora. Ach, nimm ihn nicht so ernst. Er meint den Dia-Projektor von Bosos Tante. Versteck dich! Ich wusste gar nicht, dass Boso aus Porta Fisco stammt. Hat er dir denn gar nichts erzählt? Keine Ahnung. Es ist so unglaublich ermüdend, ihm zuzuhören. Das kommt daher, dass seine Fettbacken auf den Kiefer drücken. Oh! Ganz lange gar nicht mehr. Ich werde ihn daran erinnern. Stündlich, wenn es sein muss. Ich wusste gar nicht, dass Boso einen kleinen Bruder hat. Er ist ihm ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere? Tja, alle männlichen Bosos verfügen über ein außergewöhnlich dichtes Haar. Sobald ich mit dem Stillen anfange, sprießt es wie verrückt. Oh. Vielleicht sollten Sie Ihre Muttermilch als... Moment mal. Was ist noch gleich die geheime Zutat deines Spezialschampons? Das ist ein Geheimnis. Oh. Ich wusste gar nicht, dass Boso so eine klasse Mutter hat. Aber Rufus, du Charmeur, du weißt, wie man eine einsame Frau aufmuntert. Wo ist Bosos Vater? An der Front verschollen. Ich bin ganz krank vor Sorge. Zum Glück hatte ich Unterstützung von Freunden, die mich auf andere Gedanken gebracht haben. Welche Freunde meinst du genau? Den Milchmann, den Klempner oder den Postboten? Wie heißt es so schön? Gute Freunde lässt man nicht hängen. Oh Mann! Der Typ gefällt mir! Natürlich wussten wir, dass er eine Freundin hat. Die haben wir im zweiten Teil kennengelernt, aber dennoch. Wusstest du, dass Boso eine Freundin hat? Wirklich? Ja, ihr Name so. Ist Bambina. Sie hat einen Waffenladen auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Hörst du, Opa? Boso hat eine kleine Freundin. Die Knalltüte? Ja, es ist wirklich kaum vorstellbar. Er war immer so schüchtern. Als ich ihm damals von den Bienen und den Blumen erzählt habe, ist er wochenlang nicht ohne Imkerhut aus dem Haus gegangen. Oh Mann! Ist das ein Scheißernst? Wie war Boso als Kind? Da gibt's doch bestimmt irgendwelche peinlichen Geschichten. Eigentlich nicht. Er war ein außerordentlich braves Kind. Er hat nie etwas kaputt gemacht, seine Fifi-Funkelfee-Puppen selbst weggeräumt. Und selbst beim Ritterspielen wollte er immer die Prinzessin sein. Über was anderes reden. Gerne. Immerhin habe ich ja nicht jeden Tag so einen feschen jungen Mann zu Besuch. Zumindest.
nicht, seit der Briefträger das Fenster verstopft. Oh Mann. Oh Mann, ey, was ist das nur hier? Ich dachte, Porta Fisco sei vom Organon besetzt. Das war es bis vor kurzem auch. Aber unter Leitung des neuen Generals hat der Widerstand die Stadt zurückerobert. Moment. Nice! Ich höre immer General. Ach, du kennst den neuen General noch gar nicht? Ich wusste nicht mal, dass wir Ränge haben. Darf ich zum Essen bleiben? Aber natürlich, Rufus. Freunde von Boso sind hier immer willkommen. Besonders, wenn sie so knackig sind. Nur damit wir uns richtig verstehen. Ich esse mit und komme nicht als Fleischbeilage in den Salat, richtig? Der war gut. Wann gibt's denn Essen? Da musst du Opa fragen. Er hat versprochen zu kochen, wenn Boso mal Freunde ins Haus bringt. Du hast mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, dass ich kochen werde, sobald Boso eine Freundin ins Haus bringt, weil das nie passieren wird. Wir reden später weiter. Fühl dich wie zu Hause. Ich suche derweil schon mal Fotos von Bosos Ballettunterricht raus. Boso war also so ein süßes Kind. Also, schwul kann er dann schon mal nicht sein, weil wegen, ja. Vielleicht ist er transgender und pansexuell. Wer weiß. Aber, obwohl, hat er mal mit seiner Männlichkeit angegeben? Oder verheimlicht er das? Wieso versuche ich jetzt hier so philosophisch und psychologisch an die Sache ranzugehen? Das ist ein gottverdammtes Spiel! Und du bist wirklich Bosos Opa? Das frage ich mich schon seit Jahren. Aber mein Arzt weigert sich, einen Großvaterschaftstest durchzuführen. Hallo Briefträger! Ich stecke fest. Ist das nicht ulkig? That's all we've got! Buh! Okay, raus aus dem Irrenhaus. Wo ist denn das Baby? Wo ist das Baby? Ich muss es lieb haben. Ich find's nicht. Kann ich dem eigentlich auf den Arsch hauen? Das wäre doch so eine geile Steilvorlage. Ach Mann. Ich hätte ihm gerne auf den Arsch gehauen. Für diesen lahmen Joke. Naja. Raus aus diesem Irrenhaus und dann überlegen, was als nächstes ansteht. Egal ob positiv oder negativ, Bettung mal gern gesehen. Das war's mal, also wir sehen uns das nächste Mal wieder. See ya, guys!